Aber da wird diese Fabrik nie hinterherkommen. Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, Factorio City Block. Der liebe Vitus hat gesagt, seine Fabrik wird wahrscheinlich nicht das liefern können, was ich sozusagen verbrauche. Ich habe ihnen gesagt, das werden wir auch nicht brauchen, weil irgendwann die Fabrik, wo ich stehen habe, auch voll läuft. Und ist voll ausgebaut, ist sie noch nicht, ne? Kannst ja nur erweitern, ne? Meine? Ja. Ja, nicht um viel, wenn du mal hinguckst. Ja, man kriegt hier aber noch ein bisschen was rein, so ist das jetzt nicht, aber. Aber mit dem Fluss ist es okay, mit aktuell 14.000 Schaltkreise die Stunde von nur einem Block. Wir werden ja nachher mehrere Blöcke davon haben, bietet es, aber für den Anfang Ja, das reicht das. stimmt. Für den Anfang wird das ja reichen. Ich bin hier jetzt mittlerweile dran, bei der blauen Flaschenfabrik die ganzen Fließbänder und Greifer zu setzen, die halt noch fehlen. Plus halt die zugehörigen. Plus halt die zugehörigen Fließbänder. Also dann sagst du, wird der Zug schon beladen. Da ist dann schon ein bisschen was drin, ne? Ach ja, ich muss ja noch die Schaltungen bauen, ne? Wäre nicht schlecht. Müsste ich gleich mal vorbeikommen. Ich baue eben den Fabrikabschnitt hier und dann komme ich mal eben kurz vorbei. Oder willst du es selber probieren? Ich kann es selber, aber ich bin gerade noch mit Fabrik beschäftigt. Ach so, du kannst es selber. Ist ja nicht so, dass ich das schon bei mehreren Bahnhöfen gemacht habe. Ach so, und warum soll ich das dann machen? Weil ich noch mit der Fabrik beschäftigt bin und dann ist dann schon alles ins Rollen kommt, ordentlich. Ja, das ist ja eigentlich egal, ob das jetzt oder in einer halben Stunde oder Stunde läuft. Das ist ja relativ egal, tatsächlich. Umso schneller komme ich an die nächste Fabrik. Okay, das ist ein Argument. Dann würdest du dich ja, glaube ich, nach Schwefel, glaube ich, mit Batterien beschäftigen, oder? Ja, aber ich muss erstmal an Schwefel. Okay. Ja, nach Schwefel meine ich. Mein ja, nach Schwefel. Ich führe nach oben weg. Das ist viel entspannter, wenn ich es nach oben wegführe, fällt mir gerade ein. Wenn ich unten alles wegführe, das ist doof. Alter! Was? Ich habe einen fetten Rechenfehler im System und das ist alles. Okay. Korrigierbar. Ja, ich bin gerade dabei. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Nein, das ist ein positiver Rechenfehler, davon ganz abzusehen. Ja, okay, dann geht's ja noch. Ne, Jule ist ja jetzt wieder da, die hat jetzt auch Urlaub. Die hat schon gefragt, ob die anderen sie schon vermisst haben. Bei LS. Nö. Boah, du bist doch eiskalt, ne? Nö. Ja. Stumpf ist Trumpf. Warum soll er auch lügen? Nö. Nein, Maria hat sie vermisst. Wie das? Das schaffen wir bestimmt jetzt auch, einmal die Woche bei Farming mal reinzugucken, oder? Reingucken, ja. Auf Ja. jeden Fall.
Also, in der Theorie ist dieser Anlagenabschnitt fertig. In Theorie. Praxis ist er noch nicht zur Benutzung freigegeben. Wow, der rote Zug ist da. Nice. Was? Ich bin hier am Hin- und Herbauen. Ach, du hast den Zug begrenzt. Ja, das musst du noch aufheben. Nee, das können wir ja erstmal einen Moment lassen. Das ist ja nicht schlimm. Dann kommt ja ein bisschen was an. Oder ich kann die Begrenzung jetzt aufhören. Sobald Schwefel kommt, läuft die Anlage ja an. Aber jetzt frage ich mich, warum fährt der Zug nicht weg? Irgendwo habe ich einen Schaltungsfehler. Bei mir ist er schon weg. Wie bei dir? Ja, weil der Zug ungleichmäßig beladen war, deshalb. Nein, der Zug steht doch noch bei mir. Ja, er war ungleichmäßig beladen, darum sind deine Kisten gerade ungleichmäßig und der Zug nicht leer. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber der fährt nicht weiter, das ist mein Problem. Hast du ihn bei dir auf Zeit eingestellt? Nein, ich habe Signale vergessen. Ich habe Signale vergessen. Ach so. Das war der Fehler. Ich habe was vergessen zu bauen. Ja, nur noch Schwefel. Dann baue ich nur noch die Anbindung zum Abliefern. Ich muss ja selbst an diesem Bahnhof ja noch eine Schaltung bauen. Das ist ja nee. Da darf ich ja auch nicht vergessen, dass ich das noch machen muss. Tja, ich denke mal, wir sind fertig, weil die leichte Artillerie hat eingestellt. Ja, hast du wenigstens gute Arbeit geleistet. Ja, dann bin ich mal eben kurz ein Rauchen. Ja. Und dann rüste ich mich aus, dass ich um die Dev durchziehe. Das ist doch schon eine gute Idee. Ach, verdammt. Falsch verkabelt. So was passiert mir auch.
So, fuck. Vor allen Dingen, ich hatte fast fertig verkabelt gehabt, ne? Wer Granaten? Wer Granaten hat, nö. Warum? Einfach so. Weiß? Ja. Ich habe ja noch keine Drohnen. Was, wenn ich dir sage, dass ich dran arbeite? Hast noch eine halbe Stunde Zeit. Wenn ich dir sage, es dauert länger. Du hast doch das Spiel schon mal Akkord geschafft. Dann zeig mal, ob du auch einen Akkord bauen kannst. Das ist ein ganz anders. Das ist was ganz anderes. Doch. Nein, nein, Martin. Ist was ganz anderes, weil du komplett anders baust. Du baust viel enger beieinander, viel mehr alles in eine Sache rein. Nicht keinen Überschuss, wenn es geht. Ja. Das ist komplett was anderes. Ich sehe sowas nicht als Ausrede. Dann versuchst du mal. Nee, ich weiß, ich schaff das nicht, habe ich es auch noch nicht ausprobiert. Das dauert, wie es dauert. Ich bin ja froh, dass ich jetzt tatsächlich, sobald wir Schwefel auf Schienen haben, blaue Forschungsflaschen haben. Jetzt brauche ich nur noch die rote Flaschenfabrik bauen. Dann haben wir alle Forschungssachen, die wir halt brauchen. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Also, meinen Rechenfehler finde ich bis jetzt immer noch nicht, aber okay. Wieso welchen Rechenfehler? Naja, ich habe in zwei Reihen A14 Fabriken. Ja. Also 56 Fabriken stehen. Ja. Und eigentlich sollte ich dann einen Überschuss von zwei Fabriken haben. Normalerweise. Mhm, laut Adam Riese. Aber irgendwie bin ich nicht Adam Riese und habe mich anscheinend voll verrechnet, weil ich konnte nochmal 20, 28, 38 Fabriken ans Laufen kriegen. Mit dem, was aktuell drauf ist. Ja. Okay. Dann guck ich mal jetzt mal die Statistik an. Was brauchen wir denn jetzt pro Stunde? 20.000. Ja. Ja, leicht erhöht. Leicht erhöht. So, blaue Flaschen, der Zug hat noch keine Befehle.
So wie das, dann komme ich jetzt und hier und schalte mal eben den Bahnhof, ne? Ja. Wegen die blaue Flaschenfabrik ist nämlich fertig, bevor ich dann die rote Fabrik baue. Ne? Was brauche ich denn, um die Dinger zu bauen? So, blaue Flaschen fertig. Das ist schon mal sehr gut. Muss es halt jetzt halt mit roten Kabeln machen, denn. Ist ja scheißegal wie. Ach ja, es kommt ja gleich noch ein kleinerer Zug hier hin, ne? Ja? Ja, der auch rote Schaltkreise abholt. Die Drohnenproduktion? Nein. Leider nein. Sondern für die grünen Greiferproduktion. Das sehen Sie. Ja. Ah, gute Idee. Gute Idee für grüne Greifer, wegen schneller beladen und entladen. Aber ihr baut deswegen jetzt nicht die Bahnhöfe um. Können nachher die Drohnen machen, die können dann auch Verkabelung lösen die dann nicht. Ich glaube, das passiert auch nicht, wenn ich einfach drüber gehe und. Sag mal. Ich muss nur kontrollieren, ob ich halt alles eingestellt habe, ne? Ob ich da schon Bahnhof habe und so. So, Schaltung läuft. Aber jetzt wird der Zug aber trotzdem noch unregelmäßig beladen, weil er da steht und wartet. Das funktioniert ja nur, wenn der Zug nicht da ist. So, jetzt gucken wir mal. Da habe ich doch bestimmt ein Radar aufgestellt da unten, oder? Nee. So schlau war ich tatsächlich nicht, aber der Bahnhof müsste unten hin. Den baue ich jetzt theoretisch eben. Dann ist der nämlich der nächste Zug, der kommt. Dann werden die anderen Kisten dann halt befüllt dann, soweit. Und wie ihr, glaube ich, schon mittlerweile gemerkt habt in den letzten Videos, es geht fast nahtlos weiter. Das ist aber auch nur auf den, auf gut Deutsch gesagt, Mist gewachsen. Da halt ihr letzte Woche so gut wie gar nichts gekriegt habt. Na, habt ihr Langeweile? Nein, ich habe gerade gut zu tun. Du willst ja deine Drohnen haben. Ja. Einer müsste sich eben um meine Death kümmern da. Was ist denn da? Die hat keine Munition mehr und dann rennen die da hinten zur Dings hin. Was denn für Munition? Ja. Welche Death hat keine Munition? Ach, deine Death hier. Ja. Die Artillerie ist wieder leer. Mal wieder. Kann ich gleich mal nach der Folge eben kurz machen. So lange wird es ja wohl noch reichen.
Greifer. Rote Schalt an. Greifer, rote Schalt. Und da reicht tatsächlich ein Waggon. Und tatsächlich Lager braucht das Ding nicht. Wo ist der Anschluss? Leute, der Bahnhof existiert schon. Bin ich schlau. Der Bahnhof existiert schon und ich baue auf der anderen Seite schon wie einen neuen Bahnhof, weißt du? Frankie? Ja. Ist nochmal leicht erhöht. Nochmal leicht erhöht. Ich guck mal. Wir haben jetzt einen Schnitt von 23.000 die Stunde. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die Bänder, ne? Wohlgemerkt, die Bänder für ja. Plastik und grüne Schaltkreise. Ja. Sind zum Brechen voll. Okay. Und wir ziehen so wenig Schall raus. Ja. Alter. Wir ziehen so wenig raus, dass die Lagerhäuser so gut wie voll sind. Ja, das ist doch gut. Dann kann man ja. Was für Plastik? Dann muss eine Schaltung jetzt gleich dran, damit das ordentlich leergezogen wird. Die Schaltkreisdinger sind halt ein bisschen leerer für die grünen Schaltkreise, weil die einfach in 200er Stacks liegen. Ja, das ist so übel, ne? Schon alleine, wenn wirklich jede Anlage läuft durchgehend durch. Ja! Das ist krass. Ich weiß gar nicht, ob das unsere grüne Schaltkreisfabrik überhaupt durchhält. Das weiß ich auch nicht. Wir haben nur eine. Aber die rote Schaltkreisfabrik läuft hier ohne mit der Wimper zu zucken. Ich gucke die auch gerade durch. Die ist auch gut dabei an Funktionieren und scheint auch noch gut zu laufen. Der zweite Bahnhof ist ja nicht mal angeschlossen, weißt du? Auf jeden Fall, ja. Die ist noch nicht ausgelassen, die grüne. Also da ist Auslastung geht noch mehr, wenn du da guckst. Und die brauchen wir ja. Das ist das Problem. Vor allen Dingen habe ich ja jetzt so groß gebaut, dass ich hier die grüne die grüne Flaschenfabrik noch größer bauen muss eigentlich. So, ich gewusst, hätte ich die Bahnhöfe alle in einen gebaut und die Fabrik für die Roten in ein Extrafeld. So, ich habe mir den großen Zug weggeschickt, dass mit der andere gleich mal voll wird. Damit die grünen Greifer gleich produziert werden. Frankie? Ja? Der große Zug, ne? Ja. Hat 8, 7, 6 und 6 ungefähr im Lager. Ich weiß. Der fährt jetzt erstmal zur Flaschenfabrik. Da lädt er erstmal aus. Der hat aber schon 26.000 rote Schaltkreise auf Lager. Ich weiß. Die wäre fast voll gewesen. Nein. Ein Waggon vielleicht. Werden wir denn angegriffen? LOL! Wo kommt die denn her? Die machen da den Zug kaputt! Was ist los? Produziere 25.000 erweiterte Schaltkreise pro Stunde? Die machen da den Zug kaputt!
Die dürfen den Zug nicht kaputt machen. Der fällt sonst aus. Wo kommen die denn jetzt weg? Alter, haben die Umwelt. Aber die haben einen Zug zerstört. Ja, einer ist gut. Machst du eben, ist er eh auf manuell. Der kommt ja, eh nicht weg. Stopp. Was? Wir müssen jetzt die oben und links, die Def und ein Fort hinkriegen, Frankie. Wir können uns um nichts anderes kümmern. Ja, wir müssen wenigstens diesen Übergang da fertig kriegen, ne? Oder dieses kleine Nest. Ich weiß ja auch nicht, wo die hergekommen sind. Oben links? Ja, aber da ist doch keine Umweltverschmutzung dran. Aber unser Fort hat keine Munition mehr, Keule. Da stehen keine Geschütze mehr mit Muni drin, oder? Doch. Nein, tun sie nicht. Hä? Ich sehe doch in den. Das sind zwei überschneidende Kreise. Das Fort unten hat keine Munition, meine ich. Fort Collins hat auch noch. Ja, aber die Geschütze unten links. Bei uns an der alten Base. Das ist der Kreis, in dem das Nest drin ist. Das kann durchaus. Das sind keine. Exakt. Munition. Munition ist doch noch drin in der Base. Nicht in den Geschützen, die ich mir gerade angeguckt habe. Dabei Korte unten, ja. Aber. Also auf jeden Fall, wir müssen nachbessern. Ich weiß gerade nicht, welche Geschütze du tatsächlich meinst. Jetzt habe ich mich auch verguckt, ich habe nur aufs Fließband geachtet. Mich wundert's nur, von wo die halt angegriffen haben. Und irgendwo müssen die ja gekommen sein. Oder es waren noch Streuner. Kann sein. Keine Ahnung, wir müssen echt mal. Wir müssen die Deflanks, glaube ich, echt erst fertig kriegen, bevor wir groß was anderes machen. Der Witz ist, wir sind hier gar nicht mehr so weit entfernt. Wie lange brauchst du noch für die Drohnen? 2 Stunden bestimmt. Ich glaube, dann kümmere ich mich erst um die Def. Der Bahnhof wurde zerstört. Ist das bitter? Nee, der Bahnhof lebt noch. Nein, der Bahnhof war weg. Ah, nee, lol, der Zug lebte noch. Der Bahnhof, das sah aus, als wäre der Zug kaputt. Ja. Sind halt neu programmieren, ne? Ich wette eher, das war ein Streuner wegen. Ich sehe keine Nester in Radius. Tatsächlich. Aber liebe Freunde, was meint ihr? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wegen. Wir müssen tatsächlich weiterbauen, damit wir schnell Drohnen kriegen. Achso, Frankie, du wolltest mir noch was zeigen. Was wollte ich dir denn zeigen? Wie ich die großen Lagerhäuser schalte. Ja, das kann ich dir gleich zeigen. Bis gleich, meine Freunde, bis später.